Als Arbeitsminister haben Sie dann die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 65 auf 67 sehr vorangetrieben. Was war da diese persönliche Motivation, dass Sie gesagt haben, das müssen wir jetzt machen? 1998, als er mit Rot-Grün begann, merkte ich sehr schnell, Walter Riester informierte mich dann nochmal, dass von den 55-Jährigen und Älteren 36% berufstätig waren. Aber das geht doch überhaupt nicht. Also wir hatten eine Frühverrentung in Deutschland, wo die Firmen, vor allen Dingen die Großen, nicht die Menschen nach Hause geschickt hatten, die Invalide waren, sondern die wollten die Älteren weghaben, weil die höheren Löhne hatten und vielleicht nicht mehr so einsatzkräftig waren wie die Jüngeren. Sie wurden nach Hause geschickt zu Lasten der Steuer und zu Lasten der sozialen Sicherungssysteme. Und wir haben dann angefangen, das faktische Renteneintrittsalter zu heben, durch alle möglichen Maßnahmen. Das wurden Frühverrentungen, wurden erschwert. Und das ist uns auch gelungen, das wuchs weiter. Und in den Koalitionsgesprächen 2005 kam dann der Vorschlag der CDU, sollen wir nicht von 65 auf 67 erhöhen? Ich sage, ja, ich halte das in der Sache für geboten. Wir leben länger, wir sind länger gesund. Und alles in allem kann man sagen, das ist eine vernünftige Maßnahme. Also habe ich das gemacht, habe das auch sehr schnell vorangetrieben, weil ich wusste, wenn man so schwierige Sachen hat, die darf man nicht zum Schluss der Legislatur machen, die muss man schnell machen. Und so ist das zustande gekommen. Und dann, als es da war, hat dann die CDU und auch Frau Merkel, die haben mir nicht sehr geholfen dabei. Also ich hatte dann die Vaterschaft ganz allein und musste auch die Alimente bezahlen, aber ich habe das gern getan, weil ich glaube schon, dass das richtig war und richtig ist. Und es ist auch gut, dass das so kommen wird, wie wir das damals beschlossen haben. Denn gegen alles, was im Moment so gedacht wird in Deutschland, ist es ja so, dass das Gesetz völlig unverändert ist. 2029 wird die Rente mit 67 gelten und mit 65, wenn man 45 Versicherungsjahre hat, kann man ohne Abschlag dann in Rente gehen, so wie wir das auch beschlossen haben. Das wird so kommen. Wir sind in diesem Prozess der Angleichung dabei und das ist auch gut, das ist auch vernünftig und so und ähnlich werden auch andere Länder in Europa die Dinge verändern, denn wir sind eben nicht mehr 10% über 65, sondern 20%. 2030 werden wir 30% über 65 sein. Wir zahlen Rente nicht 10 Jahre, sondern 19 Jahre, 2030 22 Jahre. Und die Gruppe derer, die unten ins Erwerbsleben reinwächst, wird immer weniger. Der Altersquotient, das ist die Messlatte dabei, verschiebt sich immer mehr auf 2:1. Zwei sind im Erwerbsleben, einer ist Rentner. Und die beiden im Erwerbsleben müssen mit ihren Beiträgen idealtypisch die eine Rente bezahlen. Die Frage, können die das überhaupt? Das können die nicht. Und deshalb kommt auch heute schon Geld aus der Steuerkasse in die Rente rein. Und ich bedauere sehr, dass auch in dieser Zeit, jetzt wieder in dieser Koalition, die Schwierigkeiten, auch die Dramatik dieser Situation unterschätzt wird und so getan wird, als ob man das leicht lösen könnte. Die wird man nicht leicht lösen können, sondern es wird eine Riesenherausforderung bleiben. Sei denn, man lässt die Renten allzu niedrig sinken, aber das wird dann auch natürlich tausend Probleme auslösen, unterschiedlichster Art.